This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Ich habe lange überlegt, wie ich das Video hier mache. Was ich so erzähle. Und ich möchte es aber gerne loswerden. Beziehungsweise ich habe nämlich auch erst überlegt, ob ich es überhaupt erzähle. Und viele Leute sowas gleich vielleicht für verrückt abstempeln, solche Gedanken. Aber ja, das ist einfach nur meine Meinung. Das ist das, was mir meine Erfahrung gezeigt hat. Das ist das, was ich beobachtet und gesehen und selbst erfahren habe. So. Und mit dem muss keiner übereinstimmen. Das ist einfach nur meins. So. Und ich würde es einfach mal weitergeben, nach draußen geben. So. Viele denken so, früher wurden die Menschen nicht so alt und wir sind gerade am Höchststand unserer Entwicklung, weil wir sind ja super intelligent im Moment und zerstören den Planeten, auf dem wir leben so. Und ja, das ist so der Stand heute. Wir denken ja, wir sind gerade so super drüber entwickelt und total intelligent. Was ich jetzt aber gemerkt habe, so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, das erste Mal habe ich das so wahrgenommen mit 15, als ich Vegetarier wurde. Hat mir jeder erzählt, oh, du kannst nicht aufhören, Fleisch zu essen. Und mir ist da erst eben bewusst geworden, so, oh, ich esse überhaupt Tiere. Mir war das vorher nie so klar. Also im Grunde schon. Man macht es halt einfach aus Gewohnheit so. Man sieht es bei den Eltern, man sieht es bei jedem so. Ich kannte keinen Vegetarier, habe nie drüber nachgedacht so. Und mit 15 habe ich so das erste Mal richtig drüber nachgedacht und habe gemerkt, so, ich esse da gerade Tiere so. Das wurde mir einfach so bewusst in dem Moment. Und ab da konnte ich keine Tiere mehr essen so. Und dann hat mir jeder erzählt, oh, ohne Fleisch kann man leben und es geht gar nicht und man bekommt Mangel und was weiß ich. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so, dann habe ich mich informiert und habe gemerkt, so, ey, Millionen von Indern ernähren sich seit Generationen vegetarisch, vegan und haben keinerlei Mangel, die haben einen sehr guten Gesundheitszustand und es ist definitiv möglich, so. Und das war ja nur so der Anfang, das war nur ein Tropfen so vom Meer und dann habe ich gemerkt, als ich vegan wurde, jeder erzählt dann noch mehr, oh, das geht ja noch weniger und es ist unmöglich. Und dann habe ich angefangen, mich immer mehr mit Ernährungsliteratur zu beschäftigen und habe gemerkt, umso mehr man zurückgeht, umso mehr man dann wieder in alte Rohkostliteratur geht, die wussten viel mehr. Da ist viel mehr Wissen da. Das alte Wissen ist so viel weiser, es ist so viel weiter als die heutigen Aussagen, die ich von irgendwelchen Menschen gelesen habe. Und das Gleiche, diese ganzen alten Schriften, sei es in den Religionen oder irgendwelche Weisheitsschriften, Tao Te King oder buddhistische Schriften, die Sutras und all solche Lehren, die uralt sind, die tausende von Jahren alt sind. Da steckt so viel mehr Weisheit drinnen, als das, was ich in der Schule irgendwie gelernt bekomme. Und in der Schule habe ich gemerkt, bringt man mir auch nicht bei, irgendwie glücklich zu sein. Man bringt mir nicht bei, gesund zu sein. Man bringt mir nicht bei, mit dem Leben klarzukommen. Und in solchen Schriften habe ich immer mehr gemerkt, so, das gibt mir was, da kann ich was lernen. Und da steckt wirklich was drinnen, so. Da steckt eine Essenz drinnen, so. Und man merkt einfach, dass sich die Menschheit im Laufe der letzten tausende Jahre immer mehr zurückentwickelt hat. Ja.
Es gibt zum Beispiel, habe ich mal gesehen, dann kann man das jetzt mal vergleichen, so eine Tages-Nacht-Gleiche der Planeten. Das ist wie ein Tages-Nacht-Rhythmus des Menschen so. Ich gehe abends ins Bett und dann schlafe ich ein und werde immer unbewusster, gehe immer mehr in diese Traumphasen. Aber körperlich geht es immer mehr weg und in dieser Welt bin ich immer weniger. Und es gibt so eine Tages-Nacht-Gleiche für die Planeten. Und man sagt, das ist einfach nur, es stimmt halt mit dem überein, was ich sehe, was in den letzten tausenden Jahren so geschehen ist. Und wenn man die Schriften anschaut, umso älter, umso mehr Inhalt eben, umso klarer, umso besser. Meiner Meinung nach so. Und diese Tages-Nacht-Gleichung auf die Planeten bezogen ist, glaube ich, 26.000 Jahre. Und vor 13.000 Jahren, sagt man, ist die Menschheit in so einen Tiefschlaf gefallen. Und die Menschheit ist immer unbewusster geworden, immer mehr eingeschlafen. Bis so zum heutigen Punkt. Und jetzt sind sie langsam am Aufwachen. Ja. Und man sieht ja wirklich die Hochkulturen, was damals für Tempel gebaut hatten. Die hatten noch Ästhetik, die hatten Anblick, so was wir heute bauen. Das ist genauso wie unser Denken heutzutage. Das spiegelt nur unseren Geist wider. Wir bauen irgendwelche quadratischen, praktischen Sachen, einfach funktionieren auf den ersten Blick. Keine Schönheit, keine Ästhetik mehr dabei, keine Intuition, keine Harmonie mehr, nicht mehr so stark vorhanden. Und früher die Gebäude, die hatten auch wirklich eine Schönheit, die hast du angeschaut und ja, das war was anderes, als wenn man heute irgendwie einen Wolkenkratzer zack, einen Strich nach oben anschaut. So. Und man sieht einfach in allem, in den Schriften, diese geistige Zurückentwicklung in den letzten 13.000 Jahren besonders so. Und es ist nur meine Meinung. Ich meine, woher kommt denn das Wissen her? Wir waren mal viel weiter vom Bewusstsein her. Jetzt sind vielleicht andere Dinge unterbewusst passiert in unseren Köpfen. Es ist wie beim Schlaf so. Man ist nicht mehr so in der Welt. Die Menschen sind immer unbewusster geworden, sind nicht mehr so hier in dieser Realität so wirklich. Und dafür passieren andere Dinge unterbewusst. Und jetzt sind wir gerade wieder am Aufwachen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder so die Augen reiben, die Menschheit, und erstmal wieder klarkommen, wo man ist, erstmal wieder orientieren und erstmal wieder das ganze alte Wissen und das ganze neue Zugewonnene aussortieren und wieder schauen, was wahr ist, was unwahr ist. Und wenn ich mir anschaue, umso länger das zurückgeht, umso klarer, umso eindeutiger sind die Lehren. Und vor allem geht es darum, dass der Mensch glücklich wird, im Einklang lebt. Und heutzutage sehe ich nur noch das Schulsystem, egal was. Es wird irgendwas auswendig gelernt. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, die Menschen werden mit Absicht dumm gehalten. Kann man vielleicht auch sagen. Aber es ist wirklich so in der Schule oder in vielen Studiums oder Studiengängen, egal wo. Es wird den Menschen oft nur noch beigebracht, was auswendig zu lernen. Wo ist denn dann der Sinn, irgendwas auswendig zu lernen, mein Leben lang? Auswendig lernen, zur Prüfung auskotzen. Da ist kein Sinn drin. Das kann auch ein Computer. Heutzutage gibt es Internet, ich kann da alles Wissen nachschauen. Das Wichtige ist, dass ich denken kann. So. Und das sollte einem beigebracht werden, wie man denkt. Aber es wird nicht einem beigebracht. Man kann sich dann auch fragen, so, warum wird einem nicht beigebracht, nicht gezeigt, dass man sich gesund ernährt? Oder dass man sich bewegt. Es wird zwar erzählt, ja, Bewegung ist ganz wichtig, aber dann sind die meisten Arbeitsplätze, die heutzutage geschaffen sind, Arbeitsplätze, wo man sitzt, wo man sich nicht bewegen kann. In der Schule wird den Kindern beigebracht, schön still sitzen, nichts machen, nichts bewegen. So. Kein Wunder, dass man krank wird. Und ja, wir haben uns in den letzten tausenden Jahren so weit von der Natur entfernt, dass überhaupt so ein medizinisches System notwendig wurde. So.
Früher waren die Menschen nicht so krank. Die waren gesünder. Und die wurden auch älter. Das ist eben der Punkt, wo ich am Anfang mal angeschnitten hatte. Die Menschen wurden früher viel älter. Diese Zeit, wo sich dann immer berufen wird, so, wo die Leute mit 30, 40, das war vielleicht eine ganz kurze Zeit der Pest, wo die Menschen auch schon unbewusst waren. Ich spreche hier von einem Zyklus von 13.000 Jahren, wo die Menschheit sich zurückentwickelt hat. Vorher wurden die viel älter. Man kann mal in die Bibel zum Beispiel schauen, woran man sich jetzt, denke ich, nicht zu sehr orientieren sollte, weil vieles einfach, wie gesagt, umso unbewusster die Menschen wurden, umso mehr wurden die Schriften verändert, Textstellen wurden rausgenommen und so weiter. Wenn ihr euch ein gutes Evangelium noch durchlesen wollt, dann könnt ihr euch das Essener oder Essener Evangelium durchlesen. Das wurde im Geheimarchiv vom Vatikan gefunden und das ist noch ein ursprünglicheres Evangelium. Ja. Aber trotzdem findet man in der Bibel auch Textstellen, je nach Bibel, wo Geburtenregistern drin sind. Und da an den ganz ältesten Geburtenregistern, da stehen noch Jahreszahlen wie 900 Jahre drin. 960, 940. Und mit, keine Ahnung, 300, 400 einen Sohn gezeugt, Kinder gezeugt. So. Und dann, umso näher es an die heutige Zeit kommt, die Geburtenregister, umso kürzer wurde die Lebensdauer. Irgendwann waren es noch 600 Jahre, dann nur noch 400 Jahre. Irgendwann nur noch 200 oder 100 Jahre. Und wenn man wirklich anschaut und sich mal wirklich informiert so, dann findet man in so vielen Schriften ganz andere Daten. Oder wenn man sich mal über die Hunza informiert, ein Volk, das noch sehr natürlich in einem Gebirge lebt, die einfach sehr natürlich essen, sich jeden Tag bewegen, da werden noch von ganz anderen Zahlen gesprochen, dass die selbst heute noch so viel über 100-Jährige haben und aber vor ein paar Generationen wurden die auch noch 160 Jahre, sagt man. Ja, und der menschliche Körper ist dazu gemacht, viel länger zu leben, wenn er mal wieder gereinigt wird, wenn er mal wieder normal benutzt wird. Der Körper ist eben auch dazu da, um benutzt zu werden, um sich zu bewegen. Und was man nicht benutzt, verliert man so. Move it or lose it. Es ist ganz einfach so. Wenn man den Körper bewegt, dann bleibt er erhalten. Was man nicht benutzt, es geht weg. Ja. So ist es. Und ihr müsst nicht der gleichen Meinung sein. Das ist einfach das, was ich festgestellt habe für mich. So. Genau. Und jeder, der da wirklich offen ist, denke ich, der kann das Gleiche feststellen. Vielleicht möchte er auch nicht das Gleiche feststellen. Vielleicht möchte er sich so an seiner Wahrheit festhalten. So wie so ein kleines Kind, das nicht glauben will, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. So. Wahrheit kann eben auch wehtun. Ja. Wahrheit ist nicht immer leicht. Und nicht jeder ist dazu vielleicht bereit, verstehe ich auch. Dann könnt ihr das auch einfach als Schmarrn abtun. Genau. Ansonsten macht's gut. Vielleicht hat es ja trotzdem den anderen mal zum Umdenken angeregt. Und dazu angeregt, sich mal ein bisschen näher zu informieren, sich mal alternative Textquellen anzuschauen. Nicht irgendwelche Textquellen anschauen, die verfälscht sind, die von irgendwelchen unbewussten Geistern, damit meine ich jetzt einfach geistig, von irgendwelchen geistig unbewussten Menschen interpretiert wurden, umgeschrieben wurden. Geht weiter zurück, schaut euch ursprüngliche Texte, ursprüngliche Schriften, egal in welcher Kultur, Schriften über andere Hochkulturen, ja, genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.